Und die einfach rüberheizen. Und von der Theorie her müssten hier dann auch Treppen hin. Also da. So nicht. Ach Mensch. Hat 8 Menschen? Ja. Ach, hier sind ja auch noch keine Treppen. Okay. So. Und so. Und so. Und ich finde es auf jeden Fall, nimmt das Haus langsam Form an. Also es ist ja wie gesagt kein Haus, es ist ja jetzt, was wir hier bauen, nur der Eingangsbereich. Da kommen dann noch Räume mit dran, Außenanbauten und all möglicher Krempel. Ich sag ja, die Treppen reichen nicht. Genau die eine Treppe, die jetzt da unten irgendwo liegt, schnappen wir uns mal eben, da ist sie. Und dann rennen wir nochmal schnell hoch und setzen diese eine Treppe dorthin. Vielleicht auch mit Rennen. So. Zack. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen. So. Gehen wir erstmal in Richtung Bett. Nein, auch ein Scheibentor. Und ich glaube, wir werden diesmal wirklich ein bisschen Sand sammeln gehen. Aber wir haben noch zu viel, so viel Zuckerrohr bei. Hier ist noch Weizen, Salz. Dann können wir mal das Leder uns mitnehmen. So. Und so. Dann haben wir hier noch ein bisschen Papier. Aus dem Papier machen wir dann ein. Machen wir Bücher. Und so. Dann haben wir nochmal 9 Bücher. Aus 9 Büchern können wir dann natürlich nochmal. Wenn wir Holz hätten, haben wir denn. Wir haben kein Holz mehr, oder? Nein, wir haben kein Holz mehr. Wir haben so gar kein Holz mehr, das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist das. Da ist noch ein Samen drin, den können wir auch in die andere Kiste dann packen. Ja, dann können wir uns auf jeden Fall dann wieder auf die Suche nach Holz begeben. Ist ja auch ein Traum. So, die Bücher packen wir erstmal hier rein. Dann haben wir 10 Bücher. Dann gehen wir schlafen. Die Frage ist ja auch, wenn wir denn die Bücherregale haben, wo setzen wir die hin? Weil jetzt, ich habe jetzt noch keinen Raum für Verzauberungen und so angedacht. Und so einen provisorischen ist ja immer so eine Sache. Wir haben noch eine Axt, das ist alles okay. Und ich nehme jetzt mal die Setzlinge mit. Fichtensetzlinge, Eichensetzlinge und noch mehr Eichensetzlinge. Oh, weia, haben wir ja genug. Da haben wir ja richtig viele. Und dann rennen wir mal da drüben hin. Was? Schneller. Ich habe keine Zeit. Oh, nicht absaufen hier, mein Freund. Dann können wir noch mal ein bisschen Sand mitnehmen. Und ein Ei. Und halt Holz. Holz und Sand. Und so weiter und so fort. So. Wir brauchen ja wieder alles. Wir brauchen ja Eichenholz, wir brauchen Fichtenholz und vielleicht, um auch ein paar Variationen reinzubringen, ein bisschen Birkenholz. Ich weiß auch schon, was wir nach diesem Haus bauen. Dafür bräuchten wir dann dieses neue Schwarzeichenholz, was ja dann eigentlich mittlerweile auch nicht mehr neu ist. Gibt es ja schon eine Weile. Auf jeden Fall Schwarzeichenholz. Was ich denn damit vorhabe, das werdet ihr dann sehen. Aber gut, da sind wir noch weit von entfernt. Ich werde jetzt erstmal dieses Haus hier bauen. Unsere Residenz. Unseren Unterschlupf. Erstmal die Setzlinge setzen. So. Nicht zu nah aneinander, nicht, dass wir hier wieder so einen Megabaum haben. Die sind zwar bestimmt ganz cool, aber nah. Sind schlecht, sind scheiße abzubauen. Da haben wir schon mehr Chunkfehler. Die mag ich ja am liebsten. Können wir hier erstmal alles bepflanzen. Zack und 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 zack.
Denn wir müssen ja das, was wir hier zerstört haben, auch der Natur wieder zurückgeben. Ich kann mein Haus von hier sehen. Ah. Ja, das war jetzt schon ganz schön lustig. Nicht? Okay. Ich denke mal, wenn wir das Stack hier jetzt hingesetzt haben, dann müsste es erstmal reichen. Wenn wir was anderes stacken, das können wir dann irgendwann notfalls auch nochmal irgendwo anders hinsetzen. Und wir gehen jetzt da mal rüber. Erstmal die Chance hier wieder herstellen, indem wir dorthin gehen. Genau so wünsche ich mir das. Ist hier nicht irgendwo Wüste? Schaufel haben wir auch noch dabei. Ist das alles safe? Passt also. Dann gehen wir mal darüber zu diesem Sandberg. Snacken uns ein bisschen Sand. So, und mein Nachbar spielt an der Heizung rum. Das finde ich gerade nicht so cool. Aber gut, soll er machen, wenn sie ihn glücklich macht. Ah, hier ist noch Rasen. Rasen, Gras. Okay, ich würde sagen, diesen Berg nehmen wir uns hier mal vor. Und dann können wir uns hier gleichzeitig noch eine ebene Fläche schaffen. Und dann bauen wir vielleicht hier irgendwann mal unser nächstes Häuschen hin, wenn dann das andere endlich mal fertig ist, was ich ja nur um Jahre handeln kann. Und dann steht ja auch bald wieder eine Höhlentour an. Die müssen wir auf jeden Fall machen. Vielleicht auch mal ein bisschen längere. Die letzten waren ja immer so über 2 Folgen oder 3 Folgen. Dann waren wir wieder raus, Feierabend, Ende aus Biggie Maus. Und dann war das so. Zack. Dann verballern wir jetzt hier die Schaufeln. Die anderthalb oder nicht mal anderthalb. Nein. Dich wollte ich da nicht wegmachen. Wie gesagt, ebene Fläche und so. Brauchen wir ja hier dann vielleicht irgendwann. Und dann haben wir schon Sandstein. Den brauchen wir aber nicht. Dün, 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 dün. Sand abbauen fetzt total. Wie gesagt, bis die Schaufel im Arsch ist. Nehmen wir dann mit und ich denke mal, das Glas, also das müsste dann hier wirklich reichen, was wir denn an Glas haben. Für zumindest das, was wir bis jetzt gebaut haben. Im Keller habe ich jetzt, glaube ich, keine Fenster eingeplant. Würde auch nicht so viel Sinn machen, da wir unter der Erde sind und dann das Ganze freischaufeln. Nee. Nee. Muss nicht sein. Ganz ehrlich, muss nicht sein. So. Und so. Und unsere Spitzhacke macht ja wirklich bald einen Abgang. Das finde ich nicht so cool. Ich glaube, die hat jetzt Effizienz 1 war da drauf. Genau. Das war ganz schön. Dann baut die noch ein bisschen schneller ab. War jetzt nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe. Ich wäre ja eher für Haltbarkeit gewesen. Aber gut. Musst du selber wissen, ne? So. Nehmen wir hier schön alles mit. Ich glaube, wir haben schon gut... Ohohoho, wir haben auf jeden Fall einiges schon an Sand zusammen. Und wenn man mal bedenkt, dass ein Glasblock, 6 Glasblöcke ja dann 16 Glasscheiben geben, ist das schon durchaus in Ordnung, sage ich jetzt mal so. Müsste auf jeden Fall ausreichen. So, und ich merke auch, da das jetzt hier so eine in letzter Sekunde, letzter Minute Aufnahme ist, also beziehungsweise für heute ist ja noch Material da, aber für morgen halt nicht mehr. Da ich aber halt heute wenig Zeit habe, habe ich jetzt auch nicht wirklich es geschafft, mich vorzubereiten mit dem Thema oder so. Ist ein bisschen schade, das tut mir auch sehr leid, aber vielleicht fällt mir ja spontan irgendwas ein, wo man dann so drüber reden kann. Mir ist bis jetzt immer was eingefallen. Also wird das schon, wie gesagt, immer positiv denken. Jetzt kommt ja hier Erde. Ich will keine Erde. Ich würde sagen, dann lassen wir die Erde erstmal da. Und nehmen nur den Sand hier weg. Und die Schaufel ist ja auch bald weg.
dann macht das alles eh keinen Unterschied mehr. Und nebenbei heimlich am Kopf kratzen. Dann sieht das aus, als wenn ich wirklich nachdenke. So. Dann machen wir hier den Sand noch mit der Handkante weg. Schlagen wir den weg. So. Und dann haben wir auf jeden Fall mehr als genug Sand. Nur halt keine Kohle, glaube ich, jetzt, um den Sand zu verbraten. Und dafür müssten wir dann noch mehr Holz sammeln. Und, oh Gott. Da merke ich schon wieder die Unmotiviertheit. Aber gut, schauen wir mal. Dann nehmen wir uns hier, das sieht aus wie ein Riesenbaum. Egal, nehmen wir mit. Wie gesagt, Holz brauchen wir auf jeden Fall ohne Ende. Für jeden Kram. Auch so riesig ist der Baum gar nicht. Oder hängt hier irgendwo noch was drin? Ich glaube, ich werde mir doch bei Gelegenheit mal ein Feuerzeug machen. Da ist noch was. So. Und ich glaube, jetzt löst sich der Baum auch langsam auf. Ja, das sieht gut aus. Yep. Okay. Alles klar. Nehmen wir die Murmel weg. Wow, hier läuft gerade ein Lied, es geht 48 Sekunden lang. Und ich habe die Lautstärke beim Extrem runtergedreht, damit ich keine Kopfhörer reinmachen muss. Aber trotzdem höre ich noch ein bisschen was. Und jetzt höre ich aber gerade nichts. Was ist denn da los schon wieder? Mann, ey. Da ist noch ein Ei. Das nehmen wir natürlich mit. Oh, jetzt höre ich wieder was. Auch wieder aus der Audio Library. Und mein iPhone sagt mir gerade, deine Truppen sind kampfbereit bei Clash of Clans. Wie gesagt, wir suchen, falls ihr dieses Spiel spielt, wir suchen immer Verstärkung. Commander Krieger spielt das ja wohl auch. Zumindest hat er mal vor einiger Zeit gefragt bei Facebook, welche Apps wir so empfehlen würden. Hat dann auf meine geantwortet, als ich reingeschrieben habe, Clash of Clans, hier, hat er sich dann runtergeladen. Ob er es wirklich aktiv spielt, man weiß es nicht. Aber vielleicht einfach mal nach dem Namen suchen. Und ihn voll spammen. Aber nicht ich. Ich mach sowas nicht. So, wie viel Holz haben wir? Ein Stack, knapp anderthalb Stacks. Ist jetzt nicht so die Welt. Und dann können wir ja eigentlich mal Richtung Heimat wieder uns begeben. Obwohl wir jetzt nur Eichenholz mitgenommen haben. Wir bräuchten ja dann noch Fichtenholz. Für die Decken. So. Aber zumindest haben wir schon mal dieses Sandproblem gelöst. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Außer, dass das halt dieses Zwischendach wirkt schon ein bisschen komisch. Ist denn hier keine Kohle mehr drin? Nee. Hier haben wir, glaube ich, alles rausgesammelt. Falls überhaupt jemals welche vorhanden war. Da ist Kohle. Sehr schön. Aber wow. Hey. Da können wir uns ja richtig totschmeißen mit. Aber da ist noch mehr Kohle. So. Und dafür mache ich jetzt auch die Monster nicht an. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Wir haben jetzt keine Fackeln bei. Schade. Ja, die paar Kohleblöcke mache ich jetzt nicht die Monster an. Die lagen halt jetzt so auf dem Weg. Ich muss jetzt erstmal hier hoch. So. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen jetzt in der Aufnahme. Ansonsten tut es mir leid, ich habe auch keine Fackeln bei, so gar keine. Dann können wir hier mal das Wasser ausmachen. Obwohl, nee, das sieht mir so nach einer zu tiefen Höhle aus. Muss halt nur nicht sein, vor allem ist es auch Nacht. Autsch. So, da ist noch Kohle. Wow, ein Kohleblock. Ja, der lohnt sich schon extrem. Dann können wir hier mal den Berg ein bisschen anpassen. Soll ich vielleicht irgendwann mal hochkommen? Wir könnten sowieso denn mal eine Treppe dahin bauen. Ich kann so nicht arbeiten.
viel Kohle haben wir denn jetzt? 25 Stück ist jetzt nicht die Welt.